Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einem Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Firwind, weil, warum nicht? Eigentlich wollte ich Mario Maker 2 heute spielen, aber es ist verdammt nochmal nicht angekommen. Warum ist das Lizenz bei Nintendo? Habt ihr das eben gesehen? Oben links stand License bei Nintendo, das verwundert mich sehr. Denn dieses Spiel gibt's auch bei Steam. Ich habe es allerdings für die Switch jetzt mir geholt. Weil es ganz witzig aussah, es ist so eine Art, Plattformer Jump'n'Run, aber auch Metroidvania-Dings. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel es bei auf der Switch kostet, aber bei Steam kostet das auf jeden Fall 9 Euro. Also jetzt nicht so viel und es sah ganz witzig aus. Vor allem, man spielt einfach so einen süßen Fuchs oder so und es gibt sogar eine Story, ist ja geil. Und es ist halt dieser Pixel-Look, den ich sowieso immer richtig gerne mag. Ist dann heute ein kleiner Ausgleich zu Mario Maker. Once upon a time, deep inside a large forest, a small village resided in perfect harmony with its natural surroundings. Protected by the ancestors. All beings lived in peace. The villagers were blessed with good fortune and plentiful crops. Everything seemed to be going well, but suddenly... Ihr merkt schon, das Spiel gibt's nur auf Englisch und auf Spanisch und vielleicht habt ihr es eben schon gemerkt, der Sprecher ist so ein bisschen Spanisch angehaucht, deswegen denke ich einfach mal, das Entwicklerstudio kommt aus Spanien und die haben es auch selber auf Englisch eingesprochen. Dadurch ist halt dieser komisch bisschen spanischer Akzent damit drin. Aber ich finde gut, dass sie es mit vorlesen. Dann muss ich das nicht machen. Darren, the mightiest of the ancient ones, felt belittled. In the darkness of the underworld, he hatched a plan of revenge to poison the creature's hearts. When his plans were revealed, his siblings became entangled with him in a terrible battle. A battle that would result in his imprisonment. Alter, der sagt was anderes, als dass das versteht. Ist ja krass. Irgendwie sieht der Bösewicht hier ein bisschen aus wie Ganon, ne? Ein bisschen wie so eine Legend of Zelda-Story. Ich hoffe, die geht jetzt nicht mehr allzu lange. A thousand years has passed, and the leader of a shamanic cult released Darren in exchange for power. Weakened, he is hidden, waiting for the moment to rise up. Wounded, yet slumbering, the ancients look for a chosen one to stop the advance of darkness. Darkness. Okay, das soll's gewesen sein. Also quasi 1:1 die Story wie bei Zelda, so fast. Oh, sieht schon so geil aus. Ohne Witz, ich mag das richtig. Ich weiß nicht genau, was wir sind. Ich denke, wir sind ein Fuchs. Man kann angreifen. Ich hab's doch bisher noch gar nicht gespielt. Hüpfen, aber nicht so wirklich hoch. Oh, man kann Double Jump machen. Guck mal, wie er sich freut, wenn man Double Jump macht und er dann nach unten fliegt. Ja! Woohoo! Das macht vielleicht Spaß. Okay. I can only teleport you right here. Now everything depends on you. Das ist unser Guide da. It's dangerous to go alone und so. You have to get both parts of the TARDIS to activate the portal and exit. Defeat the guardians who guard it and get them. Okay, habe ich verstanden. Dankeschön. Also einfach alles töten und weggehen. Ich probiere nochmal kurz ein bisschen aus, was ich sonst noch machen kann. Was ist das? Leute, guckt euch das an. Geil, ich bin richtig der Ninja hier. Okay, mehr kann ich aber anscheinend nicht machen. Ich kann mich auch nicht hinlegen oder so. Alles klar. Es gibt Sachen einzusammeln. Oh, ist doch ganz nett. Okay, was sehen wir? Wir sehen, oben links haben wir Leben, 3 von 6. Dann daneben haben wir eine Anzeige. Kann also auch ein bisschen Souls-mäßig sein, wenn ich das hier so richtig sehe. Wenn das... Warte. Ja, warte, schwitzt da so ein bisschen? Okay, also wir können auf jeden Fall nicht einfach unseren Angriff spammen, sondern wir müssen tatsächlich aushalten mit unserer Energie. Das ist ja schon mal ganz nett. Daneben ist auch noch irgendein Fach. Ich denke mal, da wird irgendeine Special-Fähigkeit reinkommen oder so, die man dann hoffentlich später auch noch auswechseln kann. Man kann auch hier Wandsprünge machen. Also bisher. So, allein von den Bildern, so, die ich gesehen habe, sah das schon sehr geil aus. So ein bisschen Ori and the Blind Forest mäßig. Und Ori fand ich ja mega geil. Also Ori ist wirklich... Wie komme ich da denn dazu? Einer meiner Lieblingsspiele überhaupt, die ich so kenne. What the hell? Also ich kann nicht hochklettern. Ich kann auch nur einmal von der Wand mich abstützen. Hä? Wie zur Hölle soll ich denn jetzt noch rüberkommen? Kann mir irgendjemand irgendwas erklären? Wie nehme ich das Ding mit? Das kann man doch bestimmt irgendwie greifen. Oh, Leute! Oh, ich kann auf jeden Fall eine Stampfattacke machen. Okay. Ja, und es wird auch später noch einige andere Moves geben. Wie ich das mitbekommen habe. Wieso wird hier mir nicht erklärt, was ich jetzt machen soll? Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Wie? Oder muss ich da rüberhüpfen? Geht das denn überhaupt? Ach, man kann einfach rüberhüpfen. Sag das doch.
Die kaputte komische Kiste. Ja, und sonst halt, wie gesagt, ab morgen kommt dann Mario Maker 2. Allerdings habe ich heute schon gesehen, ach du Scheiße, laggt das oder ist man hier einfach langsam auf diesem Zeug? Das Gefühl, es laggt ein bisschen, weil hier so viel Stuff auf dem Bildschirm ist. Und wie komme ich jetzt hier runter? Anscheinend gar nicht. Ah doch, okay. Okay, aber es laggt. Bin mir nicht so sicher, ob das jetzt an der Switch liegt, ob das bei Steam besser ist. Oder ob das nicht so gut programmiert worden ist. Das sieht man so. Useful items in your adventure you can use to blow your enemies at weak walls. To throw them L-Button. Ja, okay, habe ich verstanden. Dankeschön. Guck mal, da ist irgendwas. Ich habe gesehen, es haben ganz viele Mario Maker. Leute, auf einfach ein Gegner versteckt. Was ist denn hier kaputt? Das haben schon ganz viele Mario Maker 2 gespielt. Eine neue Challenge. Mega. Auf jeden Fall den Story-Modus. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den Story-Modus machen will. Eigentlich hatte ich das genauso geplant wie alle anderen. Quasi. Tun die mir eigentlich weh, ne? Quasi, dass ich den Story-Modus let's playe. Also das zumindest. Und mehr oder weniger die ganze Zeit die Community-Level streame, aber ich habe auch vor, die Community-Level... Ach, keine Ahnung. Ich mache alles als Let's Play. Aber jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich überhaupt das... den Story-Modus Let's Play. Was? Rescue in Totem, 5 Dinger. Mach mal. Hit to activate. Ja, geil. Achso, hier werden wir wiederbelebt, ja? Wenn wir sterben sollten, was wir ja nicht tun, weil wir ein Profi sind. Yeah. So richtig durchge... So richtig den Durchblick habe ich noch nicht. Ihr habt doch eben schon gesehen, es ist schon fast... Es ist, glaube ich, 22:30 oder so? Ne, es ist jetzt schon 11 GG. Von daher kann sein, dass mein Commentary ein bisschen sehr arg komisch ist. Ah, das heißt, man sollte aber auch nicht alles hier anmachen, weil das wird einfach immer teurer pro Level. Oder pro Totem, den man anmacht. Den zweiten hätte ich zum Beispiel gar nicht gebraucht. Das sieht mir aus wie ein Boss hier, aber... Who dares to face me? Hier, ich... Lol, mach nicht diese, Bro. Mach nicht diese, hallo? Kann er mich denn treffen? Ich verstehe den Gegner nicht. Ich spamme hier mal ein paar von den Dingern. Ja, friss das. Ich habe keine mehr. Wo sehe ich denn, wie viele ich von denen... Ich habe keine lila Dinger mehr. Okay, weißt du was? Du kriegst jetzt mal ein bisschen auf die Fresse hier. Ohne Witz. So, komm wieder her rüber. Rüber hier. Ja, mhm. Der scheint jetzt aber nicht so schwer zu sein tatsächlich. Alter, hat mich gehittet. Was ist denn bei dir kaputt? Und wieso habe ich diese lila Dinger nicht mehr? Ich weiß auch, ich habe keinen Indikator... Lol, er ist halt doch verschwunden. Ich habe keinen Indikator, warum das so ist. Wie es ist. Aha. Und jetzt wissen wir auch, was das mittlere Teil da bedeutet. Oben in der Leiste. Das heißt einfach, die beiden Tokens, Totems, was auch immer, dass wir davon zwei brauchen. Hm. Okay. Soweit. Ich freue mich richtig auf die anderen... Ah, hier ist schon der zweite Boss. Hm. Auf neue Fähigkeiten werden sie bekommen. Ist das einfach zweimal derselbe Gegner, denn ernst? Ich habe keine lila Dinger mehr, das finde ich irgendwie doof. Das ist aber ja lame, dass hier zweimal derselbe Gegner einfach ist. Oder nicht? Das finde ich aber, also... Boss ist schön und gut, aber wenn es zweimal derselbe ist, wenn er einfach recycelt wird, weiß ich nicht, ob das so spaßig dann ist. Aber gut, kriegen wir easy peasy hin. Ich finde aber die Musik recht schön, muss ich sagen. So. Ja, und wie bei Let's Test immer üblich, werde ich mal gucken, ob ich dieses Spiel noch weiter oder ob ich dann Let's Play zu mache. Ich denke, fürs Erste wird es beim Let's Test bleiben, weil ich jetzt einfach... Was ist das? Was willst du mir sagen, grüner Pfeil? Guck, da spielt der Fresh Fries auch schon wieder Super Mario Maker. Jeder spielt Super Mario Maker. Haben die es echt Super Mario Maker genannt? Auf jeden Fall habe ich gerade so viele Spiele, dass ich eigentlich... mir kein weiteres Spiel leisten kann, es sei denn, ich will jeden Tag 80 Milliarden Videos raushauen. Will ich nicht. Und deswegen wird das hier dann wahrscheinlich beim Let's Test erstmal bleiben. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf das Spiel zurück, wenn es jetzt irgendwie gut ankommt oder wenn es halt wirklich noch ultra spaßig wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das im Late Game oder Mid Game richtig spaßig wird. Wie das halt... Nein, ich hätte einfach rübergehen können. Wie das halt bei Metroidvania so der Fall ist. Wo kommen wir jetzt her? Ich würde gerne nochmal in die alte Welt. Exit? Nee, hä? Oh nee, hat er gespeichert? Wo kam ich denn jetzt her? Okay, es gibt anscheinend drei Welten und jeweils immer ein paar Zwischendinger hier. Aber in the Jungle, da kamen wir eben her. Oder? Hä, ich raff hier gar nichts. Nee, wir waren in irgendeinem Tutorial-Level. Okay, keine Ahnung, Leute. Was weiß ich denn? Okay, das war dann eben wirklich nur Tutorial gleich mit zwei Bossen drin. Nicht schlecht. Aua. Und irgendwie hat man recht wenig Leben. Kann das sein?
irgendwie... Nee, jetzt ist die Steuerung gerade nicht mehr so geil. Und da bin ich das erste Mal tot. Also, er hat eben ein paar Mal nicht in der Luft angegriffen. Ich kann jetzt aber auch wirklich nur für die Switch-Version sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der Switch wieder teurer ist. Wir gucken gleich nochmal nach, wie teuer es auf der Switch ist. Aber sonst, Grafikstil ist nice, oder? Erinnert mich jetzt auch ein bisschen an 20XX. Oh Gott, ey, ich sterbe hier schon wieder. Wieso mache ich nicht mal meine Nach-Unten-Attacke? Die ist in diesem Spiel ja anscheinend recht gut. Endlich mal. In einem Metroidvania, wo die Nach-Unten-Attacke gut ist. Ich freue mich. So. Wo kriegt man denn eigentlich Herzen her? Also, oh Gott. Was man auch immer alles von Anfang an machen muss. Ja, scheint ein bisschen fördert zu sein auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, die Steuerung ist jetzt nicht so wonky, wie ich das eben vielleicht dargestellt habe, aber... Irgendwie, manchmal greift er halt nicht... Ah, er greift nicht an, weil ich natürlich nicht unendlich Energie habe. Okay, dann war das meine Schuld, Leute. Dann ist klar. Nee, dann ist die Steuerung gut. Dann habe ich nichts gesagt. Wenn ich natürlich die ganze Zeit spamme, meinen Angriff hier, dann kann er ja gar nicht angreifen. Das ist schon klar. Okay, dann muss man also auch aushalten... Oh Gott, ich sterbe schon wieder. Mit dem, wie häufig man angreift. Weil so richtig schnell regeneriert sich das auf jeden Fall nicht. Oh Gott! Gegner überall! Was soll ich tun? Ich bin ein kleiner Fuxi-Duxi. Vielleicht ein schönes Spiel für Furries. Keine Ahnung. Ah, oder für jeden, der süß mag. Aber so richtig süß... Da, ich finde das mega süß, wenn er nach unten fliegt, aber ja, sonst... Ist ein mittelmäßiges Spiel, würde ich sagen. Da oben ist bestimmt irgendwas richtig Geiles. Geiles. Aber ich sterbe locker, wenn ich da hingehe, oder? Hallo, kleine Bienchen. Bienchen, apropos Bienchen. In Mario Maker 2 gibt es jetzt auch Bienen. Habt ihr schon gesehen, Leute? Achso, und ich hätte auch gerne nochmal eure Meinung. Ob ich den Story-Modus jetzt spielen soll oder nicht. Ihr habt den locker schon bei irgendjemand anderen gesehen. Was ist das hier? Oh nein. Ich habe irgendwas aktiviert. Will ich das? Was ist passiert? Ah, jetzt sehe ich auch meine lila Dinger. Da oben rechts haben wir eine Anzeige. Für die lila Knüppeldübbel. Gewonnen? Cool. Hä? Ah, wir mussten einfach nur dieses rote Ding da treffen, oder wie? Okay, und was macht man mit den Edelsteinen? Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Shop oder so. Ein bisschen sehr komisch, dass man nicht weiß, wo man bisher war. Ich denke, dann war dieses Discovering Dangers, das war das Anfangslevel. Und hier haben wir irgendwo ein Village, wo man dann Sachen kaufen kann. Guck mal ganz kurz, ob wir hier Fähigkeiten oder so bekommen. So, da bist du also, kleiner Fervent. Ja, okay, cool. Hier, das ist der Forest, der Wald des Chaos. Cool, oder? Ja, und Corvo wurde gekidnappt und deswegen sollst du ihn jetzt wiederholen. Tja, also ja, dann geh mal los und Corvo holen. Der ist nämlich in Gefahr und so. Okay, da gehe ich wieder. Tschüss, danke fürs Gespräch, alter Mann. Night Hunters. Sagen wir mal, es gibt so 10 Level pro Welt, dann gibt es in diesem Spiel 30 Level. Ich hätte halt richtig gern... Ist das der Corvin, der Typ da oben? Diese komischen Wölfe hier. What the hell? Sind das Werwölfe? Die machen komische Geräusche. Sind das Schweinebärmänner? Ich mag keine Schweinebärmänner. Ich meine das voll Ernte. Schweinebärmänner sind voll gruselig. Oh, die armen Hunde. Hallo, ich bin dein Retter. Ich glaube, ich muss einfach alles töten, oder? Hier, friss das. Granatenattack. Und noch eine Granate. Beide auf einmal treffen. Bam. Boah, krass, Alter. Ich bin der Beste aller Zeiten. Diese Nach-Unten-Attacke ist aber tatsächlich mal cool. Sonst mag ich die ja nie in irgendwelchen Spielen. Aber hier ist die ganz in Ordnung. Hallo, Corvo. Oh, danke, Fervent. Hier, das ist für dich. Ein Schopf. Okay. Cool. Ist der jetzt auch in dem Village drin oder nicht? Wohnt in diesem Village einfach nur dieser alte Mann? Aber man kann da nicht mehr... Warte, kann man nicht in alte Level gehen? Doch, geht. Da ist ein Shop. Corvus Shop. Da gucken wir auf jeden Fall rein. Hallo, Vorwind. Komm rein, ich habe hier coole Sachen für dich. Okay, warte. Ich bin gleich wieder da, Corvo. So, was hast du denn? See you soon. Upgrades kann man sich hier holen. Mehr Leben, mehr Energie und... Zufall? Ah, nee. Hier, diese lila Dinger. Okay, Ich hätte gerne nochmal eine neue Fähigkeit tatsächlich. Muss es doch geben. Hallo, in jedem guten Metroidvania muss es doch neue Fähigkeiten geben. Ich hätte halt wirklich gedacht, das ist mehr wie Ori and the Blind Forest. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt und habe mich blenden lassen von der süßen Optik. Kann man, oh, okay, man kann hüpfen, während man... Nee, kann man nicht, oder? Während man fällt? Schon wieder derselbe Boss. Echt, jetzt ist es immer derselbe Boss? Das ist dann aber ganz schön Budget-Spiel hier. Budget-Bosse. Na, wie viel bringt das Ding? Richtig viel, bestimmt 10 oder so. Wie soll man jetzt da unten rankommen? Gar nicht? Verstehe ich nicht. Wenn ich zumindest so eine Fähigkeit hätte, dass ich
irgendwie nach links und rechts so ein Dash machen kann und nicht nach unten. Das wäre doch schon mal ein Anfang zumindest. Sieht so aus, als wenn wir hier auch wieder zwei Bosse machen müssen, aber wenn das halt immer wieder dieselben Bosse sind. Alter, ein Schamane! Neue Gegner gibt's hier zumindest. Immerhin das. Ich glaube, das war doof, dass ich hier lang gegangen bin, aber... YOLO, aua. Jetzt schaffe ich locker den Boss nicht mehr. Hallo, kleiner Schamane. Du siehst ein bisschen aus wie von Crash Bandicoot. Du verletzt mich locker. Wusste ich doch. Achso, hier, wann das rausgekommen ist, habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Ich bin der Meinung, es kam am 27. raus, also gestern oder vorgestern, weil dieses Video kommt locker nicht mehr an diesem Tag raus. Hui. Heißt, ist doch ganz frisch und so. Ja, greif an. Danke. Ach man, ich hätte richtig gern jetzt Mario Maker, aber das kommt wirklich erst morgen an. Das ist so traurig. Aber besser als die Woche, die zuvor angekündigt worden ist. So, machen wir auf jeden Fall für 8 Münzen hier. Easy. Oh, sogar noch ein Leben. Richtig nett. Mann, immer diese komischen Dinger, die sich da drin verstecken. Hallo, immer wieder gleicher Boss. You will defeat my artifacts. Au. Muss das sein? Oh Gott, er wird mich töten. Oh, oh okay, er ist auch nicht ganz genauso. Holy shit. Er hat nämlich noch Fallen oben und aua, unten. Der ist ja richtig gemein. Jo, und der greift irgendwie auch schneller an. Was ist denn bei ihm kaputt? So, dich vernichte ich auf jeden Fall noch. Hallo, du kannst dich einfach zweimal töten und dann denken, dass du der oberkrasseste Dude bist. Da kommt wieder irgendwas und Alter, ich weiß gar nicht wo. Ah doch, ich weiß wo. Okay. Ah, jetzt hab ich auf oben geachtet und du greifst mich einfach... Du Blödkopf, wie schnell der einfach angreift. Holy moly, okay, der ist gar nicht so einfach. Da war der im Tutorial einfacher, wer jetzt gedacht. Ich treffe ihn auch nicht. Hilfe! Hilfe! Oh, come on! Ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen. Den kriegen wir doch hin, ohne Witz. Yo, er schießt halt einfach instant. Was ist denn bei ihm kaputt jetzt? 1, 2, 3. So, diesmal vernichte ich dich. Doofkopf. So, hier stehen. Er macht seine komische Attacke. 1, 2, 3. 1, 2. Wieso hält er diesmal mehr aus? Oder gar nicht, oder? 1. Ist mir egal, ob du von oben schießt. Ich vernichte dich. Oh nein. Ich hatte keine Energie mehr. Nein, bitte nicht. Bitte lass dich einfach töten. Ah, okay, geil. Alter, okay, der war schon anstrengend, obwohl das genau derselbe Boss war. Aber der hat einfach viel häufiger angegriffen als der andere Dude. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ich meine, hier ist dieses Symbol, diese Eiche oder so. Vielleicht muss man einfach nur so ein Ding hinschmeißen, dann geht das kaputt. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu blöd dafür. Warte, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich nicht damit geht. Doch! Okay, also diese Erdnuss da, oder die Eiche, die da drauf ist, die bedeutet tatsächlich, dass man da... Oh Gott, halt einmal schießen muss. Damit das Ding weggeht. Hier haben wir irgendeine Challenge, wo auch immer man die macht, keine Ahnung. Drüben ist ein Kristall, aber ich sterbe locker, wenn ich da hingehe. Das ist mir auch eigentlich recht egal. Ich hoffe nur, ich muss den ersten Boss nicht nochmal machen, wenn ich jetzt hier sterbe. Wir werden es sehen. Ist der jetzt wieder da? Das wäre richtig doof. Nein, der ist echt wieder da. Oh, das ist ja übelster Abfuck. Oh, lol, ey, dieser Blödmann. Jetzt muss ich den echt nochmal vernichten. Oh, okay, ich muss auf jeden Fall... Au, ich muss auf jeden Fall speichern, wenn ich den kaputt gemacht habe. Das ist ja super assig. Ultra assig. Aber ich bin jetzt Profi in dich vernichten. Hat's gar nichts. 1, 2. Einmal noch hitten und du bist weg. Siehst du? Einmal gelernt? Kann man's auch. Okay, dann möchte ich aber auf jeden Fall einmal speichern. Danke für das Herz. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Das wäre voll Knorke, jetzt ohne Witz. Dass ich diesen blöden Boss nicht nochmal machen muss. Wieso kann man hier noch so weit gehen, jetzt ohne Witz? Kann die dann wenigstens ein Speicherpunkt sein, wenn man schon so weit hier gehen kann? Hm, ich glaube, ich greife sogar am liebsten mit dieser nach unten Attacke hier an. Das war irgendwie am sichersten. Hier ist denn überhaupt nirgendwo ein Speicherpunkt? Hallo, du komischer Schaber. Da ist einer. Okay, das kriegen wir doch locker hin. Ist zwar ein richtig weiter Weg, um von hier zum Boss zu kommen. Warte, hier ist noch einer? Ach, hier ist jetzt... Warte, was? Bin ich nicht bei den... Ach, ich bin gar nicht bei dem Boss gestorben. Lol, das raff ich jetzt erst. Geil, zweimal in den Reihen. Ich bin richtig der Profi. Ja, nein, ich bin doch... Oh. Okay, der ist ja wirklich nicht weit weg. Das ist ja super easy. 1, 2, 3. Ich bin Dark Souls-Spieler. Ich krieg dich doch easy peasy tot. Jetzt ohne Witz. Na komm, mach deine komische... Yo, der macht einfach 3, 4 mal von oben.
Oh, der dreht völlig durch. Mr. Anubis Schnubis. Richtig am Durchdrehen. Eins. Zwei. Drei. Er dreht halt wirklich durch. So, zwei Leben habe ich noch. Easy. Ich krieg dich tot. Moment. Nein, ich bin oben. Ich bin doch oben. Ich glaub, wir müssen ihn nur noch einmal treffen. Hier, nimm das. Und tot. Tot, habe ich gesagt. Stirb doch einfach. Ich bin nicht sehr gut im... okay. Im Vorausschauen denken bin ich irgendwie nicht so gut, kann das sein? Geschafft! Oh, wir... Hä, haben wir wieder volle Leben bekommen? Achso, ich glaube, er hat ein paar Dinger getroffen, ne? Oh, das Ende habe ich auch eben schon einmal gesehen. Das war nämlich einfach hier irgendwo links. Müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen? Das ist natürlich auch ein bisschen lame. Ach, Damage Boost! Nach oben gedamage boostet hier. Ich bin richtig gut. Ah, dafür ist auch dieser grüne Pfeil, der zeigt dir, wo das Ende ist. Komisch, dass das erst zeigt, wenn man auch wirklich in der Nähe davon ist. Und nicht, sobald man beide Artefakte hat, aber gut. Und dann zeigt er einem noch nicht richtig den Weg an, sondern nur so ungefähr, wo das Ende denn ist. Beziehungsweise es zeigt halt durch die Wand an, wo es ist. Ob das dann wirklich so viel bringt, ich weiß ja nicht. Ja, danke, grüner Pfeil, ich hab's gesehen. Hier. Geil. Gut, ich habe mir mehr von diesem Spiel erhofft zumindest. Wenn es später noch andere... Fähigkeiten gibt, dann okay, aber ich hätte mir schon gehofft, dass jetzt irgendwie schneller was kommt. Wieso müssen wir denn jetzt wieder ins Dorf zurück? Hallo, alter Mann? Es ist furchtbar! Der Fluss der Gewalt! Hier und dort! Und alles ist doof! In dem Tempel sind böse Leute! Bitte hilf mir! Der Shaklu-Tempel und so! Ja, geh da hin und mach alles kaputt! Damit rettest du das Dorf! Und so. Danke. Tschüss. Bisher ist das Spiel eher so semi-gut. Es ist halt auch nicht so wirklich teuer, von daher passt das wahrscheinlich schon. Wir können mal kurz in den Shop gucken, wie teuer Furwind denn... Furwind würde kosten... Weiß man nicht. Cool. Wenn man es gekauft hat, dann steht das da nicht mehr. Mega gut. Ah, guck mal. Es gibt auch noch andere Bosse, so wie ich das hier sehe. Und es gibt auch noch Fähigkeiten. Man kann sich heilen und so ein Kack. Na, guck mal. Also, okay, es gibt anscheinend doch noch ein bisschen Stuff in diesem Spiel. Aber hat man jetzt nicht in dieser kurzen Zeit gemerkt, dass da irgendwas ist. Na gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit diesem Let's Test? Ich finde dieses Bild so geil irgendwie. Das ist schon cool gemacht, ey. Gefällt mir. Ich glaube, das wird auch einfach mein Thumbnail. Ich übernehme das einfach so. Ist hübsch genug. Ja, und dann war das quasi der Lückenfüller hier. Ich glaube, das Video kommt richtig spät, so 1 oder 2 Uhr in der Nacht. Also, wenn ihr das geguckt habt, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten ab nachher halt Mario Maker 2 und anderer Stuff. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich gebe dem Spiel eine gar nichts. Ich weiß nicht, was ich ihm gehe. Ich glaube, ich müsste es mehr testen, damit ich das benoten kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.